Das Gute ist, wenn du auch fürs Outgoing, also Outbound-Telefonie, CRMs und dergleichen wie Pipedrive zum Beispiel verwendest, sehr kosteneffektives Tool, kannst du hier unten unter dem Video, gibt's einen Link, kannst du einen Monat lang kostenlos testen. Also hier mal bei diesem Kontakt, das ist jetzt Professor Dr. Thomas Klein, das ist sozusagen hier ein Fake, das ist für Verwendungs- zum Zeigen Zwecke. Und ich gehe jetzt hier drauf und jetzt erscheint bei mir, das ist verknüpft mit meinem Handy, ein Prompt: Anrufen Do Professor Dr. Thomas Klein von der BOS GmbH. Und da habe ich jetzt draufgeklickt und jetzt rufe ich dort an. Und jetzt kommt ein Anrufbeantworter. Okay, also kommt ja häufig vor, dass dann Anrufbeantworter bei deinem Entscheider ist oder bei deiner Zielperson, Kontaktperson. Und dann wird hier eben, dann kannst du hier zum einen schon mal AB, Anrufbeantworter, keine Nachricht hinterlassen. Oder? Ja. Schön fein säuberlich deine Notizen machen. Und dann kannst du hier mit einem Mausklick entweder eine neue Aktivität hinzufügen, das heißt eine Wiedervorlage, oder generell ein Follow-up planen. Und der Unterschied zwischen den beiden ist ganz einfach. Bei neuer Aktivität kannst du hier einfach reinschreiben, okay, das wird jetzt ein Call und fertig. Dann hast du das in deiner Aktivitätenliste, dann Call. Ja. Ein Follow-up-Plan, das ist ein bisschen dann umfassender. Und wenn du das noch anklickst und dann hier reingehst, dann kommt das Prompt. Und hier kannst du dann sagen, okay, ich mache ein Meeting, ich mache dies, das, jenes. Kannst du hier aussuchen, Datum und Uhrzeit, ja, Standort, kannst hier Leute zusätzlich einladen, ja. Und du kannst hier dein Tool verwenden, wenn du daraus ein Videocall machen möchtest. Entweder Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams. Seit kurzem kann man auch Direktintegration mit Pipedrive, mit Microsoft Teams. Das gibt es erst seit einem halben Jahr oder sowas. Hier kannst du ausführliche Notizen nochmal machen. Hier eine kurze Beschreibung zum Videocall direkt. Ja. Und dann ist das Ganze auch in deinem Kalender eingetragen. Und dieser Kalender ist letztendlich dann auch wieder verknüpft mit deinem Calendly zum Beispiel, mit deinem Google Outlook, mit deinem Google Kalender und so weiter. Diese ganzen Kalender-Synchronisierungen und Verknüpfungen sind ultra wichtig, ja, dass die funktionieren und dass die kohärent sind. Ja, weil sonst gibt es Überlappungen, da kommst du sofort in Teufelsküche, wenn du mal 20 Termine in der Woche hast und das stimmt nicht und deine ganzen Kalender sind nicht alle miteinander 1 zu 1 synchronisiert. Dazu habe ich schon extra Videos gedreht, aber da kommen nochmal extra Videos dazu, weil ich das immer wieder bei vielen sehe, dass da einfach die 5 verschiedene Kalender haben, 10 verschiedene Kalender, also einige meiner Kunden letztendlich dann auch wieder Kunden haben und so weiter und so weiter. Nichts davon ist synchronisiert. Man kann alles synchronisieren, grundsätzlich. Ja. Und von daher, oder man sollte zumindest so viel wie möglich synchronisieren. Ne? Wenn es jetzt ein Kunde definitiv nicht haben will, auch da gibt es einen Workaround oder dazu, wenn noch weitere Videos folgen. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Video. Wenn dir das Video irgendwie weitergeholfen hat, einen Daumen hoch. Und ja, abonniere einfach den Kanal, weil es werden noch weitere Videos kommen zum Thema Systembuilding und CRM und alles, was dazu gehört. Pipedrive, ein bisschen was über HubSpot und so weiter. Salesforce vielleicht auch noch ein Video. Bis dann, tschüss. Hallo, mein Name ist Josef Seibel und ich entwickle seit über 20 Jahren professionelle Software. Meine größten Herausforderungen vor der Zusammenarbeit mit Thomas waren, wie ich mich auf eine Branche spezialisiere, wie ich da eine Nische finde und wie ich in dieser Nische verlässliche Kundenanfragen generiere. Bisher habe ich Aufträge aus verschiedenen Branchen angenommen und Kunden ausschließlich durch Weiterempfehlungen bekommen und somit auch einen breiten Bereich abgedeckt, aber nie wirklich ganz spezialisiert auf eine Nische. Seit der Zusammenarbeit habe ich eine Branche gefunden, in welcher es genügend potenzielle Kunden gibt und ich weiß, wie ich meine Firma skalieren kann. Die Kommunikation mit Thomas ist sehr gut. Thomas hat immer auf wichtige Themen sehr zeitnah geantwortet und hat mich nie hängen lassen. Für die Beratungsleistung kann ich Thomas auf jeden Fall empfehlen.